Sehr geehrter Herr Ströttchen, sehr geehrte Frau Severs, von der Politik begrüße ich natürlich auch ganz, ganz herzlich, obwohl Sie alle schon begrüßt worden sind, aber nicht mal nicht von mir. Aus dem Bundestag den Herrn Hauer, aus dem Landtag den Herrn Schrumpf, aus dem Rat Herrn Kippert, für die SPD und für die Bezirksvertretung natürlich auch den Herrn Daniel Behnburg. Und ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich, liebe Sportlerinnen, liebe Sportler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Finalrunde des 25. NRW V Indoor Cups. Herzlich willkommen zum Ruderergometer-Event des Jahres, kann man sagen, des Jahres. Und dieser Wettkampf gehört mittlerweile auch schon fest in den Terminkalender eines jeden Sportbegeisterten. Nicht nur aus Kettwig, sondern sportbegeistert aus der ganzen Stadt und darüber hinaus natürlich auch. Und die Kombination aus Spitzensport und spannenden inszenierter Bühnenshow hat viele Zuschauerinnen und Zuschauer in den vergangenen Jahren zu Stammgästen werden lassen. Und auch die Sportlerinnen und Sportler kommen aus dem ganzen Bundesgebiet, darum eben auch meine Bemerkung, nicht nur aus Essen, aus dem gesamten Bundesgebiet auch immer wieder gerne nach Kettwig und genießen die herausragende, und das kann man wirklich sagen, die herausragende Stimmung und die Essener Gastfreundschaft. Und im vergangenen Vierteljahrhundert hat das Team der Kettwiger Rudergesellschaft aus einer hochklassigen Sportveranstaltung ein großes Event gemacht, und welches nicht nur die Fans des Rudersports begeistert. Und dazu möchte ich ganz, ganz herzlich den Veranstaltern gratulieren. Sie natürlich auch. Und Wettkämpfe wie dieser zeigen deutlich, Essen ist und bleibt eine Top-Adresse für den Wassersport. Und sogar im Winter bei Minusgraden. Im Moment haben wir zwar Winter, aber keine Minusgrade. Aber das ist ja auch eine Indoor-Veranstaltung und keine Outdoor. Und die Attraktivität des Standortes Essen weiter erhöhen. Wassersportvereine und Wassersportverbände werden von dieser Aufwertung des Areals sicherlich einen sehr großen Profit haben. Und ich denke mal, man darf sich auch schon darauf freuen. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen und mich im Namen der Stadt Essen bei den Verantwortlichen des Kettwiger Ruderregattavereins und dem Nordrhein-Westfälischen Ruderverband für die Ausrichtung des Indoor Cups bedanken. Und auch den zahlreichen, und das möchte ich nicht unerwähnt lassen, darum sage ich es auch, den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und natürlich den großzügigen Sponsoren möchte ich meinen Dank aussprechen. Denn ohne sie wäre dieser Tag nicht möglich. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß, gute Unterhaltung und den Sportlerinnen und Sportlern viel Erfolg. Vielen Dank. Der Wettkampf von Martin Frühführend hat vieles als Erste in Ruderdeutschland eingeführt. Der Athleten, der Hauptsponsor und wir als Landesverband waren mit der Organisation über die Jahre stets zufrieden. Wir sind uns sehr sicher, wir werden auch weiterhin so innovativ bleiben und die Entwicklung unseres Sports vorantreiben. Der Essener Westen, manche nennen ihn noch Kettwig, wird weiterhin die Ergo-Hauptstadt von Deutschland bleiben. Viel Erfolg, eine Ankündigung mache ich schon. Wir werden Grönemeyer noch ein zweites Mal hören, ganz zum Schluss der Veranstaltung. Ich darf auch gleich Armin Rahman bitten, wir haben vom letzten Verbandstag noch ein Geschenk zu überreichen. Moritz, ich danke für deine Unterstützung. So, es wird ein Geschenk an unseren längstes aktives Mitglied der Kettwiger Rudergesellschaft überreicht, Armin Rahman, 82, junge Lenze, jung, nicht alt. Und lieber Armin, vielleicht weiß ich, ob Wilhelm noch ein, zwei Worte dazu sagt. Ich bin für die Kürze verpflichtet. Armin war über 35 oder 40 Jahre Schatzmeister im Rheinischen Kirchen.
Ich muss mich entschuldigen, dass wir den verschmolzen haben, aber damit ist das Amt weggefallen. Aber wir hatten dafür die ausdrückliche Unterstützung von Armin. Und wir möchten Danke sagen. Wir haben auf dem Verbandstag, bei dem Armin etwas früher nach Hause musste, etwas vorbereitet, lieber Armin. Wir haben 15 Euro für einen Cent bezahlt, der wird jetzt abgeschafft. Aber wir haben dabei. Noch ist es nicht so weit. Ja, lieber Armin, herzlichen Glückwunsch. Wir schauen auf die Uhr. Es ist 12.27 Uhr. In 8 Minuten geht hier das erste Mal das Startkommando bei den Finals los. Ich eröffne hiermit die Indoor-Bürgermeisterschaft 2020.